Und jetzt bitte begrüßen Sie mit mir als nächstes unseren Gastgeber, den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen, Jürgen Dusek. Herzlichen Dank, Black Swan. Da denkt man sofort irgendwie an politische Aussagen. Das machen wir aber gar nicht, sondern ich begrüße Karl Lauterbach. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße ganz herzlich unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin im BMAS, Kerstin Briese. Herzlich willkommen, Kerstin. Und ich begrüße besonders gerne Verena Bentele, heute in der Funktion der Vorsitzende des Sprecherinnenrates des Deutschen Behindertenrates. Verena, schön, dass du da bist. Mein besonderer Gruß, meine Damen und Herren, geht in diesem Jahr an Jens. Jens ist das Starterkind des Lebenslaufes, des diesjährigen Lebenslaufes des Bundesverbandes Kinderhospiz. Lieber Jens, ein Traum, dass du hier bist. Und lieber Jens, wir haben ja ausgemacht vor ein paar Wochen, dass du kommst und vielleicht auch die Chance hast, den Bundeskanzler zu sehen. Ich glaube, er ist noch nicht da, aber er ist jetzt da. Ich werde sofort den Bundeskanzler begrüßen, aber ich will nur sagen, lieber Jens, jetzt hast du die Gelegenheit und wie ich dich so kenne, hast du wahrscheinlich den Bundeskanzler so in der kurzen Zeit schon so 2, 3, 4 politische Botschaften mitgegeben, die ganz wichtig sind. Schön, dass du da bist und jetzt natürlich, meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz und sehr froh, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, jetzt bei uns ist. Herr Scholz, schön, dass Sie da sind. Mein Gruß geht an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Mein Gruß geht an die Beauftragten der Länder für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ich grüße ganz herzlich Sie alle, die da sind, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich wirklich und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie so zahlreich der Einladung, meiner Einladung zum diesjährigen Jahresempfang gefolgt sind. Und um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das hat vielleicht weniger mit meiner Person zu tun, als tatsächlich mit unserem heutigen Ehrengast, dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Herr Scholz, ich bin Ihnen sehr dankbar und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, weil ich weiß, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, auch die Inklusion und auch die Barrierefreiheit einen großen Stellenwert in Ihrer politischen Agenda hat. Und ich will das vielleicht an drei Dingen klar machen. Sie haben damals vor, ich glaube, 16 Jahren dafür gesorgt, damals als Bundesarbeits- und Sozialminister, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ratifiziert wurde und zu geltendem Recht wurde und damit alles anfing eigentlich mit den Diskussionen, die wir jetzt gerade in der Umsetzung haben. Sie haben als zweites dafür gesorgt, damals als Finanzminister in der letzten Legislatur, die auch nicht einfach war, dass die Pauschbeträge im Einkommensteuerrecht für Menschen mit Behinderungen verdoppelt wurden. Sie haben da Wort gehalten. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar und ich glaube viele in diesem Raum auch. Und Sie stehen als Bundeskanzler für einen Koalitionsvertrag, in dem unglaublich viel zum Thema Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit verabredet wurde. Dieser Koalitionsvertrag beinhaltet viel mehr als jeder Koalitionsvertrag davor. Und jetzt wird es darum gehen, diesen Koalitionsvertrag auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich war in Paris bei den Paralympischen Spielen. Wir sind vor ein paar Tagen zurückgekommen und wir haben ja im Grunde die Bilder noch im Kopf. Die Bilder noch von Athletinnen und Athleten in Paris, die wirklich eine Menge geleistet haben. Wir haben die bunten Bilder gesehen. Wir haben den Enthusiasmus und die Kraft und die Energie gemerkt. Und das kann man eben sehen in Strukturen, wenn Strukturen gut und unterstützend sind. Jetzt sind die Spiele rum und wir wissen, die Sportstätten in Paris waren barrierefrei. Jetzt sind die Spiele rum und die Athletinnen und Athleten kommen zurück in ihre Länder und die deutschen Athletinnen und Athleten haben vielleicht in Paris sogar die Deutsche Bahn benutzt, um zurückzukommen nach Deutschland. Und sie stoßen dann in Deutschland wieder auf die Barrieren, um die es genau geht, die immer noch da sind im Alltag, die das Leben behindern
Und mir geht es darum zu sagen, es ist wichtig, dass das sich jetzt ändert. Beispielsweise, wenn ich an das Themenfeld Wohnen denke, finden Sie mal eine barrierefreie, bezahlbare Wohnung, irgendwo in Berlin oder auch woanders. Wenn ich an das Thema Mobilität denke, ich habe es, glaube ich, gerade gesagt mit der Deutschen Bahn, oder auch wenn ich an dieses wichtige Thema der Zugänglichkeit zum Gesundheitswesen denke. Lieber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, ich bin Ihnen persönlich sehr, sehr dankbar, dass Sie innerhalb dieser Legislatur schon eine Menge Projekte vorangebracht haben, die tatsächlich die Situation von Menschen mit Behinderungen, auch von Kindern mit Behinderungen, deutlich verbessert haben. Sie haben im Grunde viel mehr Projekte auf die Schiene gesetzt, als der Minister, der eigentlich für das Themenfeld Schiene zuständig ist. Grüße an Herrn Wissing. Hier kann man lernen, wie es geht, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, dass es ja nicht nur um die Themenfelder Gesundheit, Wohnen oder um das Themenfeld Mobilität geht, sondern Teilhabe geht. Es geht um alle Lebensbereiche. Es geht wirklich um jeden Bereich, unter anderem auch um Kunst und Kultur. Und wir haben heute natürlich gute Beispiele für inklusive Kunst und Kultur. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Künstlerinnen und Künstler jetzt auch da sind. Aber wir wissen natürlich, dass der Zugang zu Kunst und Kultur gerade für Menschen mit Behinderungen wirklich ein großes Problem ist. Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention ist da eindeutig. Und weil es so schwierig ist, ist der Deutsche Kulturrat und mein Team und ich gerade dabei, Teilhabeempfehlungen zu schreiben für die Bundesregierung, die wir dann auch am 2. Dezember der Bundesregierung dann konkret Claudia Roth übergeben werden, weil eine Menge noch in diesem Bereich zu tun ist. Lassen Sie mich zurückkommen auf den Koalitionsvertrag, den wir ja alle sehr gefeiert haben. Deutschland soll in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens barrierefrei werden. Das ist die Verabredung, das ist das Ergebnis der Verhandlungen. Und das muss jetzt umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und ein wesentlich wichtiges Werkzeug, dies zu erreichen, ist die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes, in dem zum ersten Mal auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen, in angemessenen Fristen. Und wenn dies nicht möglich ist oder unzumutbar ist, erst dann zu angemessenen Vorkehrungen. Also erstmal Barrierefreiheit und wenn das nicht geht, die angemessenen Vorkehrungen. Und in dem Zusammenhang habe ich drei gute Nachrichten für Sie. Erste gute Nachricht, das Gesetz befindet sich jetzt in der Ressortabstimmung. Der zuständige Minister Hubertus Heil hat das Anfang letzter Woche in die Ressorts gegeben. Die zweite gute Nachricht richtet sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ja auch hier vertreten sind. Und das ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn das Gesetz dann dem Bundestag zugeleitet ist, dann gilt ja das alte Peter-Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist. Dann haben Sie sozusagen nochmal die Gelegenheit, danach zu feilen und noch zu verbessern. Und ich kann mir vorstellen, da wird es noch eine Menge zu tun geben. Und da kommt die dritte gute Nachricht. Liebe Abgeordnete, Sie sind nicht allein. Ich verspreche Ihnen, dass die vielen Verbände, die hier im Raum, aber auch unten im Erdgeschoss sind, die vielen Einzelpersonen, aber auch mein Team und ich, nach Kräften Sie unterstützen werden, dass am Ende ein Gesetz verabschiedet wird, das wirklich den Namen verdient, unter dem es steht, nämlich Behindertengleichstellungsgesetz. Es geht um die gleichen Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie haben also mein Versprechen. Ich bin mir ganz sicher, dass eine Menge Leute hier auch mitmachen werden. Denn, meine Damen und Herren, es geht jetzt nun wirklich darum, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Es geht darum, die Versprechen aus der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Deutschland hat sich tatsächlich dazu verpflichtet. Und Herr Bundeskanzler, weil ich weiß, dass Sie zu Ihrem Wort stehen und weil ich weiß, dass ich mich und wir uns auf Sie verlassen dürfen können, ist es mir eine besondere Freude und Ehre, dass Sie heute da sind, dass Sie jetzt auch ein paar Worte hier an meine Gäste richten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Herzlichen Dank. Lieber Herr Dusel, liebe Frau Bentele, sehr geehrte Gäste.
In diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. 75 Jahre Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Man könnte meinen, damit sei eigentlich alles gesagt. Denn Artikel 1 schützt den Wert- und Achtungsanspruch eines jeden Menschen. Und zwar unabhängig von seinen speziellen Eigenschaften, unabhängig vom sozialen Status und unabhängig von körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Ganz einfach Kraft seines Menschseins. Man könnte meinen, mit Inkrafttreten des Grundgesetzes seien die Belange von Menschen mit Behinderung konsequent beachtet worden. Doch wir wissen, dass es leider nicht so war. Unser Grundgesetz formuliert richtige und notwendige Ansprüche. Durchsetzen aber müssen wir sie. Das bleibt auch 75 Jahre später noch genauso wichtig wie am Tag, als das Grundgesetz in Kraft trat. Das Grundgesetz feiern können wir dennoch. Dank Frauen und Männer, die seinen Prinzipien zur Durchsetzung verhelfen, gegen Anfeindungen und gegen Widerstände, gegen gesellschaftliche Vorbehalte und auch immer gegen Gleichgültigkeit, gegen den schulterzuckenden Verweis auf Schwierigkeiten in der Umsetzung. Und damit sind wir bei einem weiteren ganz zentralen Jubiläum in diesem Jahr. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Obwohl das so offensichtlich ist, hat es bis 1994 gedauert, bis dieser Grundsatz vor 30 Jahren endlich ausdrücklicher und einklagbarer Teil unserer Verfassung wurde. Formell eingebracht wurde der Antrag damals von der SPD-Bundestagsfraktion unter dem Vorsitz von Hans-Jochen Vogel. Vorausgegangen war ein jahrelanges Engagement von Interessenvertretungen und Verbänden behinderter Menschen. Dahinter standen, damals wie heute, Frauen und Männer, die sich mit ihrem Engagement für die Rechte von Menschen mit Behinderung um die Achtung der Menschenwürde in unserem Land insgesamt verdient machen. Frauen und Männer wie Sie. Ihnen allen möchte ich ganz herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Demokratie danken. Bitte bleiben Sie dran, bleiben Sie hartnäckig und bleiben Sie auch laut. Das gilt umso mehr in Zeiten, in denen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung herausgefordert wird, wo Populisten Stimmung machen mit Hass, Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung, wo Inklusion als Ideologieprojekt und Menschen mit Behinderung als Belastungsfaktor verächtlich gemacht werden. Das ist unerträglich. Solche Menschenfeindlichkeit weise ich mit aller Schärfe zurück. Ich bin überzeugt, unsere Antwort muss mehr Zusammenhalt, mehr Inklusion sein. Dazu gehören gleiche Chancen für Menschen mit Behinderung. Dazu gehört das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Und dazu gehört natürlich auch Sichtbarkeit. So wie in den Tagen der gerade zu Ende gegangenen Paralympischen Spiele, bei denen unsere Athletinnen und Athleten uns alle mit sportlichen Höchstleistungen beeindruckt haben. Ich bin übrigens vollkommen sicher, es werden diese sportlichen Leistungen und die großartige Stimmung sein, die in Erinnerung bleiben und nichts anderes. Sichtbarkeit muss aber natürlich auch außerhalb großer Sportereignisse das Ziel sein, an jedem ganz normalen Tag. Dabei ist eines klar, Inklusion ist eine Daueraufgabe, es gilt dranbleiben und zwar für Bund, Länder und Gemeinden. Mit großen und auch manchmal mit vielen kleinen Schritten. Zu den größeren Schritten zählt sicherlich, dass im kommenden Jahr endlich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft tritt. Dann müssen zum Beispiel neue Computer und Handys barrierefrei bedienbar sein. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode haben wir das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes verabschiedet. Arbeitgeber können jetzt höhere Lohnkostenzuschüsse bekommen, wenn sie einen Menschen mit Behinderung einstellen und beschäftigen. Und Arbeitgeber, die keinen einzigen Schwerbehinderten beschäftigen, müssen eine deutlich höhere Ausgleichsabgabe zahlen. Gut so.
Mit dem Programm Altersgerecht umbauen unterstützen wir diejenigen, die ihre Wohnung barrierefrei gestalten müssen. Denn im eigenen Zuhause zu leben, ist für viele nicht nur ein Herzenswunsch, sondern schafft Lebensqualität. Ich freue mich, dass wir die Mittel für dieses wichtige Programm in diesem Jahr auf 150 Millionen Euro verdoppeln konnten und das trotz knapper Kassen. Mit dem Mobilitätsdatengesetz erreichen wir, dass Informationen zur Auslastung von Rollstuhlplätzen in Bussen und Bahnen nun verpflichtend bereitgestellt werden. Und wir sorgen beispielsweise mit einer neuen DIN-Norm dafür, dass Ladestationen für E-Autos auch barrierefrei gebaut werden können. Meine Damen und Herren, das alles sind Fortschritte. Aber wie der UN-Ausschuss für Rechte mit Behinderung letztes Jahr festgestellt hat, wir sind noch lange nicht fertig mit unseren Aufgaben. Es gibt noch viele Baustellen auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft und das gilt manchmal ganz wörtlich. Wir brauchen zum Beispiel noch viel mehr barrierefreie oder barrierearme Wohnungen. Damit wir schneller bauen können, arbeiten wir gerade mit den Ländern einheitliche Standards. Und wir stehen zu dem Ziel, die bestehenden gesetzlichen Ausnahmen bei der Barrierefreiheit im Nahverkehr abzuschaffen. Dazu sind wir mit den Ländern im Gespräch. Wir wollen das gemeinsam hinkriegen. Wir sind dabei, die Werkstätten für behinderte Menschen stärker auf die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt auszurichten. Dazu werden wir demnächst einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Auch auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem unterstützt die Bundesregierung die Länder so gut es geht. Mit dem neuen Startchancenprogramm ist beispielsweise auch der Ausbau moderner und barrierefreier Schulen möglich. Und schließlich, darüber freue ich mich besonders, geht es endlich voran mit der Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen künftig auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen verpflichtet werden, Barrieren für Menschen mit Behinderung abzubauen. Ich weiß, Sie warten auf diese Reform. Wir setzen uns dafür ein, dass sie jetzt schnellstmöglich auf den Weg gebracht wird. Und an die Adresse all derjenigen, die vor den Schwierigkeiten bei der Umsetzung warnen: Niemand erwartet Unmögliches. Es geht um angemessene Vorkehrungen, die den Unternehmen letztlich auch neue Kundinnen und Kunden bringen. Meine Damen und Herren, wenn wir über Gleichstellung reden, schauen wir natürlich auch über Deutschland hinaus. Sie wissen es, Menschen mit Behinderung gehören weltweit zu den am stärksten benachteiligten Gruppen. Deshalb rücken wir die Inklusionspolitik auch international in den Fokus. Im Oktober gibt es erstmals überhaupt eine G7-Ministerkonferenz zum Thema Inklusion und Behinderung. Und im kommenden April richten wir hier in Berlin gemeinsam mit Jordanien und der International Disability Alliance den dritten Global Disability Summit aus. Dort werden wir konkrete Maßnahmen und Verpflichtungen diskutieren, um die Situation von Menschen mit Behinderung weltweit zu verbessern. Demokratie braucht Inklusion. Sie bringen es mit Ihrem Motto hervorragend auf den Punkt, lieber Herr Dusel. Sie leben es mit Ihrem beherzten, leidenschaftlichen Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Gleiches gilt für die Sozial- und Wohlfahrtsverbände, die Beschäftigten bei den Leistungserbringern, die vielen ehrenamtlichen Familien und Freunde. Ihnen allen sage ich heute vielen Dank für Ihren Dienst für andere, vielen Dank für Ihren Dienst an unserer Demokratie. Und wenn ich heute einen Wunsch äußern darf, dann ist es dieser: Bleiben wir gemeinsam dran. Schönen Dank. Wie beurteilen Sie die aktuellen Fortschritte im Bereich der Barrierefreiheit seit dem letzten Jahresempfang? Und welche weiteren Schritte sind Ihrer Meinung nach notwendig? Also, ich habe die letzten Monate sehr dafür gekämpft, dass wir das Behindertengleichstellungsgesetz jetzt tatsächlich in die Ressortabstimmung kriegen. Das heißt also tatsächlich jetzt die Bundesregierung sich darüber unterhält und diskutiert und dass es dann irgendwann zum Bundestag kommt. Ich glaube, es geht voran. Mir geht das nicht schnell genug voran, das sage ich ganz offen, aber es geht jetzt langsam voran und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Jahresempfang tatsächlich das Gesetz haben. Und es geht mir wirklich darum, immer wieder zu sagen,
Auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen müssen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden in Deutschland und dafür steht dieses Gesetz. Gibt es bestimmte gesetzliche oder politische Maßnahmen, die Sie von der Regierung erwarten, um bestehende Barrieren abzubauen? Naja, das ist zum einen eben dieses Behindertengleichstellungsgesetz, das ganz wichtig ist. Mir ist auch wichtig, dass wir endlich auch über eine Reform im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also im AGG, reden. Es ist noch ein Gesetz sozusagen zu machen, das hat auch keinen leichten Namen, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll nochmal angepasst werden. Und wir müssen natürlich insgesamt das Thema Inklusion und Teilhabe mehr in die Fläche kriegen. Also da sind noch einige Gesetze wirklich erforderlich und es ist nicht mehr viel Zeit und deswegen bin ich ziemlich ungeduldig. Wie bewerten Sie die aktuellen Fortschritte in der Barrierefreiheit und Inklusion in Deutschland? Es geht voran. Es geht langsam voran und man braucht wirklich einen langen Atem dafür. Ich weiß, es geht vielen nicht schnell genug voran und ich sage halt immer im politischen Geschäft, es gibt halt ganz unterschiedliche Interessen. Die einen sagen, das dauert uns alles viel zu lange. Und die anderen sagen, mein Gott, also wenn wir das noch machen, das wird ja noch komplizierter. Und da dann eine Mehrheit zu finden und einen Kompromiss hinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Und insofern bin ich schon ganz zufrieden, dass es wirklich vorangeht. Aber wenn es nach mir ginge, müsste es schneller sein. Wie sehen Sie die Rolle der Medien bei der Sensibilisierung und Aufklärung über die Themen Inklusion und Barrierefreiheit? Naja, die Medien haben eine total wichtige Rolle. Also wenn ich beispielsweise ans Fernsehen denke oder wenn ich beispielsweise auch an die Medien wie Rundfunk denke, wir erleben ja ganz oft, dass Menschen mit Behinderungen da ganz selten vorkommen. Und wenn sie vorkommen, dann werden meistens so Storys erzählt, entweder die Heldengeschichte oder eben so die Geschichte, wo alles ganz schrecklich ist. Aber dass Menschen mit Behinderungen in ihrer Normalität einfach da sind und als Schauspielerin oder Schauspieler dabei sind, dass sie moderieren können und zwar nicht nur Sendungen für Menschen mit Behinderungen, sondern vielleicht auch mal die Hauptnachrichten. Das fände ich gut und insofern haben die Medien natürlich einen wichtigen Auftrag und das sollte eigentlich auch langsam losgehen, dass das besser wird. Wie möchten Sie die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Barrierefreiheit sensibilisieren und das Bewusstsein für die Herausforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen stärken? Naja, indem wir mehr Begegnungen schaffen, indem Menschen ohne Behinderungen endlich mal mehr Menschen mit Behinderungen kennenlernen. Und das ist die Idee eben von Inklusion, weil wir lernen ja nur in der Begegnung. Und ich bin ganz sicher, wenn sich Menschen begegnen, wenn Menschen was miteinander machen, wenn die miteinander in die Kneipe gehen oder wenn die in den Sportverein gehen oder wenn die irgendwas zusammen machen, dann ist auch das Bewusstsein über strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen wirklich ja, deutlicher erkennbar und dann wird sich auch was tun, das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich, als Staat hat man die Verantwortung, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu setzen. Und nochmal, und deswegen ist gerade jetzt das Behindertengleichstellungsgesetz wirklich so wichtig. Welches Resümee ziehen Sie von der heutigen Veranstaltung? Ich fand es gut, ich fand es total belebend und inspirierend, gerade die Kulturacts, die wirklich inklusiv waren. Ich fand die Rede des Bundeskanzlers gut, also es war ein schöner Abend. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar nette Minuten und Stunden, wo die Leute auch miteinander reden können und sich austauschen können.